Hey Käsekroketten, heute möchte ich euch den Liquid Camouflage High Coverage Concealer von Catrice vorstellen. Einmal mit Primer, einmal ohne Primer, einmal mit Primer unter der Foundation, einmal ohne Primer über der Foundation. Ich würde sagen, ich packe einmal auf die Seite den Primer. Was soll der Primer machen? Seitig feuchtigkeitsspendender Primer als ideale Grundierung für Catrice Concealer reduziert optisch kleine Fältchen und perfektioniert das Auftragen des Concealers unter dem Auge. Als Foundation nehme ich die Fit Me von Maybelline in 130, schon lange nicht mehr benutzt. Farbe dürfte ein Hauch zu dunkel sein. Dezent. Gehe ich nochmal anderthalb Pump auf den Rücken. Ich würde jetzt mal den Pump verteilen und direkt mit dem Schwämmchen dran gehen. Und dann sieht die ganz gut aus. Ne? Ich hole euch näher ran. Passt das für euch? Ihr könnt jetzt eh nichts verändern. Okay, Farbe, ein Hauch zu dunkel. Ansonsten, voll okay, setze ich hier gleich in die Nase ab. Aber gut, sitzt die ganz gut über der Creme. Primer hat jetzt auch einen Moment gewirkt. Ich mach mal Step für Step. Was ist denn da los? Sieht ja furchtbar aus. Oh Gott. Also, der Primer funktioniert heute ja gar nicht. Also mit wirklich wegschieben. Okay. Da hat es jetzt auch irgendwie aufgehört. Ich versuche es jetzt mal über der Foundation. Gefällt dir, ne? Wesentlich besser. Ich muss sagen, von beiden Seiten bin ich nicht begeistert, aber ich bin auch nicht wirklich ein Fan von dem. Es ist übrigens die Farbe 007 Natural Rose. Also hier hat es sich abgesetzt auf dem Primer. Vielleicht habe ich zu lange gewartet, vielleicht habe ich ihn zu lange einwirken müssen. Und auf der anderen Seite, er verschmilzt halt nicht so gut. Ich trage eben auf der Seite noch Foundation auf. Da brauche ich, glaube ich, noch ein Pümpchen. Die Deckkraft ist so leicht medium. Hier in die falsche
sehr abgesetzt, sehr betont auf beiden Seiten. Nehme ich meinen Pinsel. Bin ich kein Fan von. Ich müsste es jetzt auch nochmal layern, damit es deckend ist. Meine Augenringe kommen noch ein bisschen durch, was nicht schlimm ist, aber für Camouflage-Effekt, ich meine, Camouflage ist halt komplett deckend. Ist es nicht. Und ich finde es vom Auftragen her auch nicht cool. Primer, es gibt Tage, da funktioniert er sehr gut, an anderen Tagen überhaupt nicht. Die Fit Me Foundation für normale bis trockene Haut und macht einen ebenmäßigen und strahlenden Ton. Ja, hat sich jetzt mit dem Schwamm sehr gut auftragen lassen. Das letzte Mal hatte ich sie mal mit einem Pinsel aufgetragen. War irgendwie katastrophal. Kann aber auch an meinem Pinsel gelegen haben. Ich finde mit dem Schwämmchen auf jeden Fall sehr gut. Man könnte die Deckkraft noch etwas aufbauen. Möchte ich aber gar nicht. Also die Rötungen sind ganz gut kaschiert. Ich meine, es kommt eh noch Rouge drauf. Von daher, okay. Ein bisschen hier an der Nase hatte sie sich gleich abgesetzt. Oh, hier. Oha, da habe ich ja komplett den Überblick verloren. Gar nicht hingeguckt. Das sieht natürlich nicht doof aus. Ja, Finish finde ich sehr schön. Ich würde es am liebsten nicht abpudern. Aber dazu melde ich mich nachher nochmal, wie sie sich denn so gemacht hat. Oh, das ist da schön. Ach du Arschlicht. Hier das ähnliche Problem. Das ging jetzt schnell. Musste ich doch nochmal eine Schicht drüber legen, weil sie sich hier abgetragen hat. Jetzt sieht es von hier aus gut aus. Gut, dann hoffe ich, das Video hat dir gefallen und dann sehen wir uns das nächste Mal. Bis dahin. So, 8 Stunden später ungefähr. 9 Uhr, jetzt ist es 8:30, 11,5 Stunden später. Ich war einkaufen, ich habe ein Nickerchen gemacht und jetzt schauen wir uns das mal von nahen an. Es sieht nicht gut aus. Hier bröckelt das alles ab. Das seht ihr ganz gut, ne? Ja, die Haut. Oh, geht's auf. Eklig. Ansonsten, also vielleicht hatte die Foundation gar nicht die Zeit, sich hier in die Falten zu legen. Ja, Mascara ist durchs Schläfchen ein bisschen verschmiert. Also ja, hier popelt alles ab. Hier unten, Stirn sieht flawless aus. Hier hat sich die Foundation abgetragen. Hier ist auch nicht so wirklich was. Und um und herum. Ich habe aber auch was gegessen. Ja, weg. Wir kriegen Pickel. Sagt hallo. Alles gut. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass die Creme mich ein bisschen davor bewahrt. Und es liegt auch nicht unbedingt an der Foundation. Es ist tatsächlich halt meine Haut. Ich hatte nur die Hoffnung, dass so eine reichhaltige Creme mich ein bisschen schützt. Stirn sieht super aus. Kann man nichts sorgen. Der Seite habe ich gelegen. Man sieht da nicht wirklich einen Unterschied. Es hat ein bisschen nachgefettet. Mich stört es nicht. Mein Fenster ist wieder da. Concealer. Ja. Der Mascara ist halt von den Wimpern abgegangen beim auf der Seite liegen. Hier ist er ein bisschen abgebröselt. Hat das so ein bisschen verdunkelt. Da könnt ihr euch wieder eure eigene Meinung bilden. Gesundheit. Und dann, ja, war's das.